Die Stuttgarter Messe CMT 2023 mit Simone Zöller. Viel haben wir schon gedreht. Zweiter Drehtag für dich, der vierte tatsächlich für mich. Ja, ich war ja schon zwei Tage früher da. Die Messe wird überrannt. Wir sind in Halle 3 am Stand von Clever. Die sind super beliebt, weil die einfach günstig und gut gebaut sind. Wir haben jetzt schon von Markus einiges gehört. Familien lieben die. Also komm vorbei. So, das hier müsste eigentlich ein 6-Meter-Modell sein, das können wir uns gleich mal angucken. Die Holzfarbe, du stehst ja so schon auf eine Mischung, nicht so ganz modern, ne? Ja, genau, aber das ist jetzt auch nicht so meins. Also ich habe heute noch nicht den Kracher gefunden für mich. Ja, du hast gesagt, das muss sich catchen und das ist aber so, es scheint ja Leute zu catchen, sonst wären sie ja nicht hier drin, oder? So ist es. So, komm, wir gucken mal unten rein. Hast du einen Hund? Nein. Hast du eine Katze? Nein. Gut, also kein Haustier, das könnte hier nämlich hier rein. Linke Seite Gasfach, schnell öffnen. Wir machen das Ganze mal jetzt im Schnelldurchlauf, denn ihr habt viele Informationen. Guckt euch alle Clever-Videos an. 2 Gasflaschen, 11 Kilogramm. Und das ist wirklich auch, hat jetzt uns der Markus auch bestätigt, für jeden was dabei vom Grundriss her. Also für kleines Geld, relativ kleines Geld. So, Seitsfenster, hier sind rahmenbündige Fenster mit eingebaut. Das sieht man auch schön. Deswegen darf diese Tür auch ganz geöffnet werden. Das ist bei manchen Türen auch nicht der Fall. Ja. Hier siehst du auch, hier hast du noch ein Seitsfenster. Das Ganze auch rahmenbündig. Wir drängeln uns mal ganz kurz vor, zeigen das mal, dass du hier reingehst. Das Design hier, ist das gut? Ja, die Sitze gefallen mir gut. Aber die oberen Schränke ist nicht so meins. Warum? Das ist doch Silber, ist modern. Ist es dir zu viel Bling-Bling? Ja, irgendwie schon. Ich bin nicht so der Grau-Fan. Ich mag eher Brauntöne. Brauntöne, die sind doch jetzt hier drin, Sand und Braun. Ja, genau. Die Sitze gefallen mir auch gut. Okay, was du jetzt hier drin hast. Oben ist noch ein großes Staufach mit drin. Das hast du hier mit eingebaut. Und da kannst du auch 1000 Sachen ablegen. Ja, Jacken perfekt geeignet. Ja, auch wenn mal was nass ist. So, Schaltgetriebe. Du darfst den hier noch fahren. Weißt du das? Ach, cool. Ja, super. Ist ja oft die Frage, die Führerscheinfrage. Unter 3,5 Tonnen, ja. Was da ist, also B-Führerschein, kannst einiges zuladen und setz dich doch da mal rein. Das sieht doch schon ultra gemütlich aus. Das sieht wirklich sehr gut. Oh ja, das ist gut. Weil oft werden ja die Fahrzeuge von nur 2 Leuten gefahren und der eine setzt sich dann hier hin. Ich sitze jetzt auf deiner Seite. Du hast ja schon probiert, das Ganze rauszufahren. Hat es funktioniert? Wie meinst du? Den Tisch hier unten. So, noch nicht. Noch nicht. Also noch du ziehst eigentlich hier dran. Dann ziehst du das zu dir, die untere Platte zu dir den. Genau, und dann kommt sie raus. Die Erklärung kriegst du übrigens von den Händlern immer kostenlos dazu. Die erklären dir das Ganze. Ist es jetzt arretiert, richtig? Bitte? Ist es fest jetzt? Ja. Kannst du es jetzt noch bewegen? Nee. Jetzt ist fest. Also hier hast du dann die Seite. Hier geht das Ganze rein. Hier hast du... Also ein bisschen Spielraum ist, aber nicht viel. Ja? Also was mir auffällt, vieles ist anders. Wir haben ein ganz anderes Kochfeld, wie viele andere drauf ist. Bitte beides mal öffnen. Dass wir das mal sehen. Und zwar ist hier das Kochfeld integriert mit der Spüle und du kannst alles hier reinigen und abspülen zur Seite hin. Es gibt übrigens ab Werk eine Trenntoiletten-Modifikation. Du kannst aus der Chemietoilette eine Trenntoilette machen. Haben wir ein extra Video dazu gemacht von einem lieben Sven, genau. Die sind hier auch hier am Stand, haben wir ein Video dazu gemacht, werden wir euch nochmal verlinken dazu. Also dann, wenn ihr lieber Trenntoiletten mögt als Chemietoiletten, dann seid ihr richtig. 6-Meter-Modell bedeutet auch, wir haben ein Schwenkbad wahrscheinlich wieder. Zeig mal bitte. Also das ist jetzt die normale Funktion. Ja. Ist ein Schwenk? Nee, kein Schwenkbad in dem Fall. Also eben haben wir ein Schwenkbad gesehen, das war schon recht cool, aber hier ein bisschen anderer Grundriss. Ja. Bettbreite übrigens fast 2 Meter hinten, das werden wir euch gleich mal zeigen. Dann auch hier nicht grifflos, hier siehst du auch dahinter, das sind alles Kunststoffformteile, die hier mit eingebaut sind. Ja. Macht einen sehr, sehr soliden Eindruck, auch die Möbel und so weiter. Wenn du dich mal gerade hier oben an die Klappe mal hältst, mit beiden Händen links und rechts dran, an die Klappe außen, aufmachen und jetzt mal so richtig dran und versuch die mal zu verwinden, also hin und her. Das heißt, so meinst du. Merkst du, dass das arbeitet hier? Ja. Da sind kleine Dämpfer mit drin. Ja. Und die sorgen dafür, dass bei Vibrationen und so weiter das Ganze nicht ausreißt. Ja. Wollte ich nur mal zeigen. Also ganz hochwertige Beschläge mit drin. Dann dedizierte Dusche. Die musst du allerdings reinfriemeln. Ist das ein Problem für dich? Also du hast ja nochmal ein Waschbecken. Hängt unten am Waschbecken dran. Geht das easy? Probier mal. Sind auf der Messe hier. Es ist ein bisschen. Ich denke, das ist bei Benutzung irgendwann. Hi. Warte, ich guck mal. Hi. Hallo, du bist der? Mirko. Du kennst unseren Kanal, ne? Ja, deswegen. Ist es schlimm oder geht's? Nö, alles gut. Ja, cool. Ist es cool, die Messe hier? Gefällt die dir? Sehr gut, fällt mir echt sehr gut. Du fährst einen Jeep? Voll. Ja, ich bin ein Jeep, okay. Und du bist selbst auch Camper, oder? Ja. Was hast du? Von Kind an. Von Kind an. Und jetzt im Moment, was fährst du? Ein Fendt. Fendt? Fendt. Krass. Welchen denn? Ein 515 SG. Nee. Ja. Den habe ich gefilmt, erst vor kurzem wieder. Ein älteres Modell noch. Welches denn? Baujahr? 18. 18 ist nicht älter.
Das ist so. Sag mal, Fendt, da habe ich immer behauptet, Riesenwert erhalt. Das ist so, man kriegst... Ja, kann man sagen. Sind die meist geklauten Wohnwagen, sage ich immer. Leider Gottes, ja. Ist wirklich immer noch so, oder? Ja, ist Wahnsinn. Okay. Wo kommst du her? Aus Dürn, Ölbrunn-Dürn, bei Pforzheim. Bei Pforzheim. Ja. So, wir müssen weiter. Trotzdem vielen Dank. Da ist nochmal ein Fan von uns gewesen. Die sind cool hier. Ja. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe auch diesmal einen Hoodie an von German Television. Bin leicht zu erkennen. Aber ich glaube, die würden dich auch so erkennen. Der Vorteil ist, du wirst nicht so oft gestört. Also wenn die das erkennen, dann wissen die, okay, die filmen jetzt hier. Weil viele YouTuber sind natürlich unterwegs, die dürfen alle filmen. Ja. Aber du weißt oft so, die sagen, ah, die blockieren die Fahrzeuge und so weiter. Das tun wir natürlich hier auch. Aber wir gucken so schnell wie möglich, dass wir durchgehen. Jetzt sind wir bei 5 Minuten 36. Da kann man ja nichts sagen für alle, die kommen. Guck dir mal das Bänkchen hier an, wie süß das ist. Ja, das ist knuffig. Ist ja aufgefallen. Aber super leicht auch hochzuklappen. Mach mal. Nehme ich zumindest mal an. Ja, das kannst du hochklappen und das bleibt mit der Gasdruckfeder. Wenn du den Punkt unten überwunden hast, drück mal ganz rein, dann bleibt das drin, siehst du? So, und jetzt hast du, und jetzt musst du es aber unten nochmal rausziehen. Also unten und jetzt das untere Teil, da ist noch eine Griffmulde. Unten, guck mal. Nee, ganz unten. Ganz unten ist eine Griffmulde. Da. Ach, hier. So, und zieh jetzt mal raus. So, und dann kommst du nochmal runter. Weil ansonsten wäre es kaputt, wenn man drauf treten würde. Und aber jetzt, mich interessiert gerade, wie ich das rausmachen kann, weil ich glaube, das, du musst das Bett vorher demontieren. Ja, okay. Also das geht ja, beides stimmt, nicht. Sonst kann ich's nicht raus. Die Trennwand entweder rein oder raus. Das ist natürlich, jetzt hast du was gefunden gerade, was durchaus verbesserungswürdig wäre, aber auf 6 Meter Länge, da ist das halt so. Ja. Kühlschrank bitte mal öffnen, dass wir ihn nochmal sehen. Beschlag ist auf der Seite. Wir gucken mal gerade. Nicht, dass der schon fehlt. Guck mal hier. Nee, der ist weg. Ah, hier. Siehst ja, du? Der Griff ist weg. Stimmt. Den hat jemand abgerissen. Das ist Tag Nummer 2 auf so einer Messe. Vitrifrigo übrigens. Kommt aus Italien. Ist ein sensationeller Hersteller. Macht richtig kalten Kompressorkühlschrank mit drin. Wenn du mal hinten aufs Bett nochmal draufsteigst und dich einmal quer lang machst, bitte. Quer. Und dann sieht man auch schön... Du hast irre viel Platz. Also du bist jetzt 1,65 Meter, glaube ich. Ja. Und hier vorne siehst du, hier hast du richtig viel Platz an der Seite. Man kann auch diagonal schlafen. Dann hast du noch mehr Platz. Hier vorne ist ein Kleiderhaken mit drin. An der Ecke, wo sich das Ganze noch mal ein bisschen konisch zuläuft. Also theoretisch, Kinder können hier auch zu 6 schlafen. Zu 6. Ja, auch das Modell auf Wunsch kann nachgerüstet werden mit einem Aufstelldach. Ja. Und das ist natürlich auch ganz klasse. Hier ein Schrank. Auch da hast du viel Platz. Ja. Guck mal, die Verarbeitung. Hinten alles ausgefugt, dass es auch ja nicht klappert. Unten ein Kleiderschrank. Und da gilt es denn jetzt muss es hochklappen, siehst du? So, aber ganz ehrlich, die meisten werden die Treppe gar nicht benötigen. Glaube ich auch nicht. Das ist nur, je nachdem, wie du zu Fuß bist. Für hängende Kleidung hast du hier noch einen großen Schrank. Also tolles Fahrzeug. Da ist noch ein Schrank drunter. Und dann auch hier. Wirklich viel Platz, du kannst durchgreifen bis hinten hin und die Küche mit insgesamt einen Schrank und 2 Schubladen mit drin. Ja. Oben ist die Besteckschublade, auch da. Nee. Obwohl, ja. Könnte, oder? Ja. Da ist es mit Remis-Verdunklung, Privacy-Verdunklung an der Seite, da hast du die Schnellverdunklung drin. Du hast hier die Seitsfenster mit Verdunklung ruckzuck, die du in der Mitte sogar, mach mal bitte hoch unten. Von unten nach oben ist immer blickdicht. Na, unten, wenn du das zusammendrückst, genau, wichtig ist zusammendrücken. Da sind so zwei Teile zusammendrücken und dann schieben. So, und dann hast du, genau, kannst es ganz machen und du kannst es ganz hochziehen und jetzt kannst du beides bewegen. Wenn du jetzt mal runterziehst, zusammendrückst und runterziehst, nee, an der Seite und runterziehst und jetzt mal ganz hoch, warte, ich zeig dir das mal. Wenn du es mal ganz hoch drückst. Da rein, oder was? Ja, genau, da rein. So, und jetzt loslässt. Jetzt ist es drin. Und jetzt kannst du beides auf einmal bewegen. Mach mal runter. Was meinst du mit beides? Das Fliegengitter kommt jetzt runter. Aha. Siehst du? Und das kannst du einfach entriegeln, indem du unten auf die Taste drückst. Nee, in der Mitte. Da ist es mit drin. Und jetzt geht's hoch. So simpel ist das. So, die Leute stehen Schlange. So ist es. Du bist der? Ich? Ja. Ich bin der Christoph. Hallo Christoph. Ist das Wahnsinn hier auf der Messe, oder? Das heißt, guck mal, hier die ganzen Leute, die da sind, wenn die Kamera kommt, die dreht sich um. Wo bist du her? Aus Bad Wörishofen. Ist die wert, hierher zu kommen, erstmal ehrlich? Ja, klar. Als Anfänger auf jeden Fall, weil ich noch keine Ahnung habe vom Wohnmobil. Aber das ist ein Riesenboom, oder? Wenn du hier siehst, wie viele Leute hierher kommen, oder? Glaube ich schon, ja. Wie hast du gehört von der Messe? Ein Kollege, der schon ein Wohnmobil hat, der hat uns mitgenommen. Okay.
Okay. Und hast du es bereut oder ne? Nee, noch nicht. Okay. So, du darfst mal exklusiv reingehen. Hast du eben die Traube gesehen, die hier? Ja, aber die sind jetzt abgehauen. Ich muss jetzt erst mal meine Freunde suchen. Das sind Freunde von dir. Okay. Dann viel Erfolg. Die sind Kamera schon. So, komm, wir gucken mal den Preis. Da ist es Celebration, heißt das Modell von Clever Vans. Das ist hier. Und technische Daten, 5,99 Meter nur. Das ist sensationell. Und das Fahrzeug kostet 53.990 Euro. Das ist doch fair, oder? Ja. Also für die Ausstattung. Und das Coole ist All-Inclusive. Das können wir gerade mal zeigen. Also was ist hier alles dabei? Und da hat mich extra der Mann drauf hingewiesen. Komm mal gerade mit. All-In-Ausstattung. 16 Zoll Alufelgen. Siehst du die Alufelgen dabei? Dann das große Chassis schon mit dabei. Direkt 3,5 Tonnen, nicht 3,2. 90 Liter Tank. Der große Tank fährst du fast 700 Kilometer mit. Und Tempomat, Lederlenkrad, Lithiumbatterien, das haben wir gelernt, die kosten immer viel Geld. Ja, das stimmt. Sind hier mit dabei. Komm, wir gucken uns noch andere Grundrisse an. Da ist sie, Simone Zöller. Gefällt sie hier? Ja, auf jeden Fall. Der CMT. Große Rummel, der hier da ist. Am Tag Nummer 2, heute Sonntag, der 15. Januar. Und? Abonniert German Television, meinst du? Ja, ihr müsst okay, nochmal. Abonniert German Television. Abonniert German Television. Dann machen wir, wenn ihr es abonniert, machen wir auch hier die Fahrzeuge von Bonn. Tschüss. So ist es.